Yoga entstand vor Jahrtausenden in Indien. Das Wort Yoga stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Verbindung oder Vereinigung. Yoga-Übungen wirken ganzheitlich und bringen Körper, Geist, Bewusstsein und Seele ins Gleichgewicht. Das Wort Hatha besteht aus der Silbe Ha, was so viel bedeutet wie die Sonne, Hitze, Lichtenergie, Aktivität, Leidenschaft, das Positive. Die Silbe Ta steht für Mond, Kühle, das Negative. Hatha steht also für zwei Extreme, Hitze und Kälte, Aktivität und Passivität, das Positive und Negative. Es ist das höchste Ziel vom Hatha-Yoga, die Mitte zu erreichen, also Körper, Seele und Geist komplett in Balance zu bringen. Hatha-Yoga ist von einer eher ruhenden Körperstellung geprägt und ideal für Yoga-Einsteiger. Die kraftvollen Haltungen stärken den Körper und Geist und machen die Gelenke flexibel. Für Menschen mit schmerzenden Gelenken, Rückenschmerzen und anderen körperlichen Beschwerden gibt es sanfte Yoga-Übungen, die an individuelle Ansprüche angepasst werden können. Hatha-Yoga kann unabhängig von Alter oder dem sportlichen Niveau in jeder Lebensphase ausgeübt werden.